Erde, Luft und Himmel anschauend, kam mich der betrübliche, unweigerliche Gedanke an, dass ich zwischen Himmel und Erde ein armer Gefangener sei. Dass alle Menschen auf diese Art und Weise kläglich gefangen seien. Dass es für alle nur den einen finsteren Weg gäbe, nämlich in das Loch hinab in die Erde. Dass es keinen anderen Weg in die andere Welt gäbe als den, der durch das Grab geht. So muss denn alles, alles, dieses ganze reiche Leben, die freundlichen, gedankenvollen Farben, dieses Entzücken, diese Lebensfreude und Lebenslust, all diese menschlichen Bedeutungen, Familie, Freund und Geliebte, diese helle, zärtliche Luft voll göttlich schöner Bilder, die Vater- und Mutterhäuser und lieben, sanften Straßen, eines Tages vergehen und sterben. Die hohe Sonne, der Mond und die Herzen und Augen der Menschen. Lange dachte ich darüber nach und bat im Stillen die Menschen, denen ich vielleicht wehgetan haben mochte, um Verzeihung. Es ist eigentlich ein kurzer Text, aber bei der Beschäftigung ist mir aufgefallen, wie reichhaltig das kleine Werk ist und wie viel Bezug das hat und wie man es jedes Mal wieder ein bisschen anders lesen kann. Beispielsweise hat man das Gefühl, seine eigene Wahrnehmung vom Spaziergänger ja verschmilzt, teilweise wie mit der Umwelt. Und dann kann er aber auch wieder die Metaperspektive reinnehmen und sich selber beschreiben oder schreiben, reflektieren. Es macht einem wie auch Lust, so ein bisschen dem Musengang nachzugehen. Der Walser ist sehr zärtlich in seinen Beobachtungen. Also er hat irgendwie den Alltag gern und die Leute und so. Und er ist aber nie kitschig. Er ist nicht naiv, aber er hat so einen liebevollen Blick auf die Welt. Das gefällt mir und finde ich etwas, was den Walser so ein bisschen ausmacht. Und er schreibt immer über sich, ohne ihn narzisstisch sein. Aber es ist immer so ein Ich im Spiel. Ja. Das ist eine Figur, die einerseits schwärmen kann, die verweilen kann. Es ist aber gleichzeitig auch eine Figur, die sich losreißen kann, die sich losreißen muss, um einen Weg fortzusetzen. Vielleicht weniger als der Weg in einem geografischen Sinn seine Bedeutung hat, sondern als ein sich die Welt herreden und auch wieder zerreden, was schlichtweg deutlich macht, dass da nichts anderes ist in diesem Moment als eine Kraft von dieser Sprache. Auch wahnsinnig faszinierend, wie er quasi mit Stimmungen arbeiten kann und vom überbordenden Aneinanderreihen von Einfällen plötzlich so etwas ja, sehr melancholisch Bedrückendes kann wechseln. Wo er plötzlich wie die Ironie wegfällt.